Hallo Leute, ja, wir sind wieder hier in Dwarf Fortress und müssen eine Guildhall haben für diese Petition. Wir haben so viele Farmer, dass wir jetzt wohl eine Petition brauchen, eine Gildenhalle brauchen und da müssen wir überlegen, wo wir die hinbauen. Und ich glaube, eine Zone wird jetzt gemacht, soweit habe ich gelesen. War letztes Mal ja nicht klar und müssen wir mal gucken, wie wir es hinkriegen. Ne? Hier oben wird ja schon mal was freigeräumt, vielleicht ist das die Idee, dass wir da machen. Mal schauen nach dem Logo. Ja, entscheidend ist, oh nee, das geht nicht so. Steuerung drücken, ne? Dann kann ich größer werden. Entscheidend ist, dass wir gerade niemanden haben, glaube, der ausbuddelt, oder? Wir können aber auch hier unten, ne, da unten, oh doch, hier, diesen Raum, den können wir doch, den haben wir doch hier, glaube, nicht deklariert. Dann lass uns doch mal den hier deklarieren. Wir brauchen eine Zone. Wir müssen auf Meeting Area gehen. Dann suchen wir die hier aus. Farmer würde da ja auch Sinn machen. Wir akzeptieren die. Und dann sollte man die irgendwie mit Location klar machen. Und das habe ich ja. Und dann hier oder was? Ah ja, okay. New Guild Hall, da ist es. Und es waren Farmer, die das haben wollen. Miner Hall, Woodworker, Carpenter, Boyer. Ist das irgendwie sortiert? Nee, ne? Auch gerade nicht die Farmer. Ah, doch, da ist es Fischer, Farmer Hall. So, jetzt haben wir die Farmer Hall und dann Set Details for the Assigned Location. Keine Ahnung. Smarling Periwinkle Farmer Guild Hall, the Company of Fur Elf Members. Okay, only members can visit if your guild established. Ach, hier kann ich das einstellen. Citizen only. Man kann auch alle machen. Und dann kann es auch Leute geben, die in die Gilde kommen und den anderen was beibringen. Okay, 81 Sterne hat das jetzt. Next at 2000. Ich glaube, wir müssen dann gucken, dass wir die noch ein bisschen ausrüsten, dass die da was haben. Ne? Ich habe aber keinen blassen Schimmer, wie das gehen könnte. Aber es sind auf jeden Fall schon welche da. Ne? Okay, ich muss mal die Steuerungstaste drücken. Ja, ich schätze mal, wenn man da Tisch und Stühle reinmacht, dann gibt das bestimmt eine Aufwertung, oder? Kann das sein? Structures, Furniture. Furniture. Wir machen da mal einen Tisch rein. Machen wir da einen Tisch rein. Und ja, vielleicht hätten wir noch ein Häkchen setzen müssen für mehr Tische. Hier nämlich. An der Sitt war das gerade. Aber jetzt nimmt er natürlich irgendwo welche, ne? Aha. So, das machen wir mal einer. Ne, das lassen wir so. Gut, das heißt, das war es erstmal. Ein Tisch steht schon drinne. Wenn wir jetzt in die Zone wieder reingehen, dann müsste ja diese Meeting Area zu sehen sein hier, dass sie jetzt schon 29% mehr hat durch den Tisch. Okay, wunderbar. Das bedeutet als nächstes, dass wir jetzt vielleicht noch ein paar Stühle reinstellen sollten. Chair, Keep, Least Close Material nehmen wir jetzt. Oh, wir haben keine mehr. Okay. Oh, er ist schon auf dem Tisch am Tanzen. Gut, das bedeutet, wir sollten jetzt erstmal schauen, dass wir vielleicht noch ein paar Throne herstellen. Und die könnten ja ruhig hier aus Stein sein, oder? Make Rock Door. Also, er ist jetzt gerade da am Arbeiten. Das machen wir mal nicht mehr. Add New Task. Rock Door. Floodgate, great. Da, Thron. Und dann Repeat. Ich hoffe, der erste müsste jetzt gleich aufhören, oder? Wenn er den fertig hat. Und dann müssten irgendwo Tische und Stühle reinkommen. Ne? Was haben wir denn hier eigentlich drin? Ne?
Sind wir auch noch nicht, ne? Können wir hier dieses aufmachen. Weil das ist ja schon ein Lager geworden. Finished Goods, okay. Müssen wir noch gucken, welche Finished Goods da reinkommen. Ist jetzt hier wieder eine Karawane da? Das kann ja nicht sein, oder? Der ist schon da, ne? Okay, das wird schon wieder krass, oder? Carpenter cancel plant seeds, need plant permit spawn, cheesemaker cancel Macbeth, needs locks, okay. Some events have arrived, schon wieder, okay. Sodal has created a masterpiece. Da wurde wer geschlachtet und da ist ein Puppy geboren. So, das heißt, erstmal schnell hier ein bisschen Holz fällen. Weil das fehlte gerade wohl mit den Loks, das heißt, wir haben kein Holz mehr. Und hier wollen wir ein Dingens haben, wie heißt es, ein Trader haben. Mal gucken, wann der kommt. Da ist er. Das heißt, jetzt können wir hier auch vielleicht... Zeno. Okay, aber da sind ja welche. Kann eigentlich nicht ganz lange dauern, müssen wir mal im Auge behalten, oder? So, hier ist jetzt offen, aber es wird keiner das ausheben. Mal gucken, wie das mit der Hall ist hier. Kann ich die so eigentlich auswählen? Wohl nicht. Dann kann ich sie hier aber aussehen. Wir haben 160 durch die Tische da drin. Aber wir müssen jetzt noch Stühle haben. Ne? Finished Goods ist nichts drin. Wäre schön, wenn die da reinkommen. Er hat bis dato immer Barrenglaub gemacht. Ne? Und Make Rock Thrones macht er. Aber wo werden die gelagert? Das ist die nächste Frage. Wahrscheinlich hier drinnen, ne? Severe Alarma Kammer Aventura has come. A very large twisted into humanoid form. It is crazed for blood and flesh. It's air glow fuchsia. It's cinnamon hair is very curly. Now you will know why you're fear than might. Okay. Irgendein Ungeheuer kommt jetzt gerade. Wir wollen mal das Spiel anhalten und wollen erstmal anschauen, wo es ist. Wo ist es? Sieht's einer? Da blinkt es zwar, aber da ist es nicht mehr, oder? Hier ist eine Blutspur. Aha. Er springt wieder dahin. Ich sehe das Tier aber nicht hier. Das heißt, wir müssten mal gerade gucken, das war, glaube ich, hier war das, ne? Ist das unter Other am Laufen? Da ist es. Und dort ist es. Ist es das Ganze? Ich glaube schon, ne? Ja, das ist zwei Felder hoch. Okay. Oh, das ist verdammt schnell, oder? So, das heißt, es wird ernst. Wir werden Tote haben bei dem Ding, glaube ich. 226 Jahre alt. Family. Aber Novize, okay. Ja, das bedeutet, jetzt müssen wir ja, gucken, wie wir weiterkommen, ne? Jetzt müssten wir eigentlich dann in Alarmbereitschaft kommen, ne?
Squat. Hier haben wir keine Squat, doch die hier, ne? Assign Position, ne, das wollte ich weg. Back to Squat. Ich müsste jetzt hier den Ausnahmezustand ausrufen. Das will ich jetzt nicht. Select a Squad or Squad Member to give orders. Change Equipment. Das ist nicht das, was ich jetzt hier gerade wollte. Auch hier muss ich es machen. So war es. Und dann muss ich das machen. No Target. Jetzt muss ich das Target rausfinden. Ich hoffe, ich kriege das jetzt wieder hier über den Weg hin. Other. Und ich hoffe, das ist jetzt unser Ziel hier. One Target, ja. Confirm. Und warte, 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 es läuft weg. Nein, es läuft nicht weg. Es hat geschlachtet. Da ist es. Und unsere Leute sind jetzt wohl da. Und es ist tot. Nee, es ist doppelt hier. Und ich weiß nicht, ob wir es schaffen. Has been found dead. Ich sehe es noch nicht, ob es noch lebt oder nicht lebt. This is a right for the man. Ich glaube, wir haben das geschafft, das zu töten, oder? Kann das sein? Ne, hier unten ist es. Korps. Ja, wir haben es geschafft, das zu töten. Wir haben es überlebt. Ich habe mit Schlimmerem gerechnet. Aber das ist doof, dass man hier so weiter scrollen muss, obwohl das Fenster so groß ist. Ich glaube, das ist jetzt automatisch hier nicht mehr aktuell, oder? Was denken die denn gerade hier? Okay. Ich hätte vielleicht mal gucken sollen, wie viel Population wir vorher hatten und wie viel wir nachher hatten. Dann hätten wir gesehen, wie viele gestorben sind. Auf jeden Fall ist hier schon jemand tot. Einer. Hier liegen ganz viele Sachen auf jeden Fall übereinander, ne? Es ist aber nur der Doha, der da jetzt als Leiche liegt. Der zweite als Leiche, das ist glaube ich nichts, ne? Oder nein? Hier, wir haben drei Personen in diesem Kampf wohl verloren. Ich schätze mal, hier liegen auch nur Sachen, oder? Da können wir jetzt natürlich nicht sliden. Könnte man jetzt hier noch die ganzen Sachen sehen, oder was? Stelle ich mir gerade die Frage. Der gehörte aber schon zu uns, oder? Splattert bis nochmal auf dem Dwarf Blood. Es ist mit Bunge. Achso, das ist, weil da mehrere Sachen ekeligerweise durcheinander gespritzt sind, wahrscheinlich, oder? Ja. Das heißt, wir müssen jetzt gucken, dass wir Grabsteine und sowas kriegen, damit wir die beerdigen können. Ne? Das wird unsere nächste Aufgabe sein. Okay, wir waren siegreich unter Verlusten. Major elected, okay. Wahrscheinlich, weil jemand gestorben ist.
Der ist Planter geworden, wahrscheinlich erwachsen geworden, weiß ich nicht. Wir gucken mal so. Masterpiece, das ist schon wieder eins, das ist der Hammer dann. Expeditionsleader zweimal, keine Ahnung warum jetzt. Vielleicht weil der eine gestorben ist und Expeditionsleader war und jetzt ist er gelevelt. Interruptible wäre Elena. So, der ist unterbrochen worden durch dieses komische Teil hier, glaube ich, ne, oder? Okay. Kamka, Aratuka heißt Kam. Okay, das ist klar, das haben wir schon erledigt. Left click for the center, expand options, right click to dismiss. Ist tot. Es sind vier Leute tot. Kann ich das auch so machen? Ja. Das Fighting ist Fighting. Die vier sind da dran gestorben wohl. Es geht hier nur noch ums Fighting. Und wir haben leider vier Leute verloren dabei dann. Der ist da. So, der liegt da drunter dann deswegen wahrscheinlich. Okay. Ja, die sind leider da alle gestorben. Das haben wir dann auch schon geklärt. Stray Rabbit. Das war interrupted, ist klar. Und der wurde als Bürgermeister sozusagen. Die sind tot gefunden worden, ja. Und die haben wir, die Election, die müssen wir auch mal annehmen, oder? Gut, dann haben wir das auch gemacht. Ja, gut, haben wir unseren ersten Kampf gegen ein Untier erledigt. War jetzt nicht so einfach, weil wir vier Verluste haben, aber wir haben es trotz alledem geschafft. Ja, wir müssen gucken, dass wir da weiterkommen und wir haben 53er Population ja noch. Das bedeutet auch, dass wir schauen müssen, dass wir vielleicht den einen oder anderen Krieger mehr ausbilden. Ich würde sagen, wir machen erst hier einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.